Investigativer Journalismus und Dokumentationen. Darum geht es beim DIC Festival, das jährlich im italienischen Riccione stattfindet. Das Motto: Personal Matters. Was so viel meint, wie dass es im Investigativjournalismus auf persönlichen Einsatz ankommt. Zum fünften Mal wurde das Festival nun vom 31. Mai zum 2. Juni an der Adria ausgerichtet. Mit dabei Ibrahim Al-Shamali, der Macher von Under the Ground. Bei ihm kann man sicher sein, dass sein persönlicher Einsatz hoch ist. Vergangenen Samstag wurde sein Haus in Idlib bombardiert. Aber Al-Shamali und seine Familie haben das Glück, in Sicherheit zu sein. Die Protagonisten seines Films allerdings leben in Syrien in ständiger Gefahr. So auch Abdullah Al-Darwish. Er ist Arzt und konnte zu dem Festival nach Italien reisen. In dieser Region sind keine internationalen Journalisten. Sie werden weder aus der Türkei noch aus den von der Regierung besetzten Gebieten hereingelassen. Die Menschen hier erzählen in den sozialen Medien, was ihnen passiert, aber keiner liest es, keiner hört zu. Naomi Klein ist die diesjährige Juryvorsitzende des Festivals. Die Kanadierin ist selbst Investigativjournalistin, politische Aktivistin und Globalisierungskritikerin. Du wirst dein Leben nicht für etwas riskieren, das dich nicht interessiert. Wenn du die enormen Risiken eingehst, die heute mit investigativem Journalismus einhergehen, dann kann das schon etwas kosten. Es ist also besser, ehrlich zu sein. Manchmal ist dieses Engagement aber nicht freiwillig gewählt, wie bei der Familie von Daphne Caruana Galizia. Matthew ist einer der Söhne der im Oktober 2017 ermordeten maltesischen Journalistin. Er war Ehrengast auf dem Festival. Der Mord an meiner Mutter hat es uns unmöglich gemacht, ein anderes Leben zu wählen, auch wenn wir es gewollt hätten. Mein Vater sagt oft, wir haben keine Wahl. Höhepunkt des Festivals war die Preisverleihung. Der Pitch-Preis ist mit 15.000 Euro zur Finanzierung eines zukünftigen Projekts dotiert. Die diesjährigen Gewinnerinnen sind vier leidenschaftliche junge Frauen. Silvia Bucardi, Sara Manisera, Arianna Pagani und Francesca Tussarelli für ihren Film Irak ohne Flüsse.